An Rasterelektronenmikroskopen sind gerne noch Electron Backscatter Diffraction, also Backscatter Diffraction Detektoren angebaut. Also EBSD bezieht sich auf das hier vorne in der Regel. Und damit können auch Phasen identifiziert werden, und zwar über deren Kristallgitter. Also jedes Mineral besteht ja aus irgendeinem Kristallgitter, das hier ist mal ein sehr einfaches. Und an diesem Kristallgitter werden Elektronen gebeugt und zurückgestreut. Und diese Elektronen verstärken oder diese Elektronen werden dann auf einem phosphorisierenden Detektor aufgefangen und können dort als irgendwelche Linien identifiziert werden und diese natürlich charakteristisch für ein Mineral und nicht nur das, sondern auch für dessen Lage. Nennen wir es mal nicht Lage, nennen wir es mal Orientierung. Und damit kann dann nicht nur das Mineral identifiziert werden, sondern auch, wie es in dem Schliff liegt. Das heißt, wir können das über das Gefüge aussagen. Also wir bekommen Aussagen über Gefüge aus dieser Orientierung. Gefüge, zum Beispiel, ob sowas bei einem, ob es einen gerichteten Druck gab, lässt sich darüber aussagen, ob es irgendein bestimmtes Wachstum gab, wenn wir Fossilien angucken oder sowas und so weiter. Für diese EBSD brauchen wir eine bestimmte Präparation. Präparation, da die Oberfläche der Schliffe sehr eben sein muss. Sehr, sehr eben, damit das richtig gut funktioniert. Das heißt, die werden meistens mit irgendeinem speziellen Material oder sonst irgendwas die Schliffe nochmal geschliffen, poliert, besser gesagt. Und danach müssen die auch sehr gut leitend mit irgendwelchen Kupferstreifen oder sowas in die Leiden verbunden werden, damit die Elektronen abfließen können. Ja, also das hier wäre die Probenbühne vielleicht, das hier wäre so ein Stub, den haben wir auf so Stubs aufgebracht und das hier wäre dann der Schliff und hier vielleicht irgend so ein Kupferband. Und tatsächlich sehen die Proben auch so aus, also die sind hier mit so einem 70-Grad-Winkel aufgebracht, denn hier vorne ist dann dieser Bildschirm, dieses phosphorisierende, der wird so eingefahren, der ist sonst immer draußen, der muss erst in das Raster eingefahren werden. So, und so sieht jetzt so eine Probe aus. Also hier unten ist der Probentisch, das hier ist der Proben, nicht Fisch, sondern Probentisch. Und darauf steht dann diese Probe mit schön viel, das ist das ganze Kupferband, hier ist ja aufgebracht und das ist so diese 70-Grad-Winkel, also das ist ein spezieller Halter für das EBSD. Das hier ist natürlich dann die Probe. Und so sieht das Ganze im Raster aus. Hier hinten ist der Detektor, der fährt jetzt raus, also auf uns zu, der fährt so auf, nicht nach unten, sondern der fährt direkt auf uns zu. Und hier vorne ist genau diese Probe hier. Wir schauen jetzt von hier hinten auf diese Probe drauf. Ja? Das heißt, das hier ist der Halter. Das hier ist dieses Stub und hier ist diese Probe, auf die wir jetzt von hinten drauf schauen. Wie gesagt, dann fällt uns der Detektor entgegen. Hier oben kommen natürlich die Elektronen raus durch diese Säule durch und diesen Polschuh. Und hier, das hier ist zum Beispiel EDX-Detektor noch. Das hier ist noch ein CL-Detektor. Das hier ist, weiß ich gar nicht genau, welches das noch ist, irgendein SE und so weiter. So sieht dann das Ergebnis aus von so einer EBSD-Aufnahme. Also natürlich nicht diese bunten Streifen. Wir gucken jetzt nur mal hier auf das linke Bild und diese bunten Streifen macht die Software natürlich rein. Was wir aber sehen, sind diese ganzen Linien hier und das sind die sogenannten Kikuchi-Linien, die dieser Herr Kikuchi irgendwie beschrieben hat. Und diese Kikuchi-Linien sind, und das sehen wir jetzt auf dem rechten Bild, eben irgendwelche Netzebenen, ja, die hier angegeben sind mit 103, 103 oder hier 012 zum Beispiel und so weiter. Und der Detektor und die Firma, die heißt auch HKL, ja, weil das so das Wesentliche ist, um was es natürlich geht, diese einzelnen Linien hier zu identifizieren. Und mit Hilfe dieser Linien können dann die Bilder erstellt werden. Da bekommen wir zum Beispiel sowas,
Übrigens, diese beiden Bilder hier habe ich aus der Vorlesung von IBSC-Vorlesung von Jolin geklaut, Jolin Linkens, sage ich gleich noch kurz was dazu. Das hier ein Belemnit, und dann kann man sehr gut auch erkennen, das Wachstum der Schalen in diesen Belemniten, dass es hier so in den Kreis geht und so weiter. Und das sind typische Sachen, die man erhält von IBSD-Aufnahmen. Man macht hier Maps, also Maps der Minerale bzw. deren Orientierungen. Und kann dann da was über Gefügewachstum und so weiter aussagen. Also eigentlich eine relativ simple, also nicht komplizierter als die anderen Techniken, die wir an Asteroid- oder Elektronenmikrosonde haben. Technik, mit der wir auch eine sehr schöne Aussage hier erhalten, wenn wir die entsprechende Fragestellung haben, wie immer. Ja. Fragestellung muss natürlich sein. Wie gesagt, bei uns macht die im Moment Jolin Linkens einen eigenen EBSD-Kurs, den man besuchen kann. Also wenn einen das interessiert, das sind immer so Kompaktkurse, dann kann man den sich auch angucken. Wie gesagt, von da sind auch diese beiden Aufnahmen hier. Von hier aus einen schönen Dank an Jolin. Das ist in aller Kürze, was man mit EBSD machen kann.